Also ich schäme mich fast, um das zu sagen, aber ich habe mal ausgerechnet, wie viel ich in den letzten 10 Jahren geflogen bin und es sind fast 200'000 Kilometer. Also 5-mal um die ganze Erde herum. Wir Schweizer steigen ja insgesamt oft ins Flugzeug. Im Schnitt fliegt jeder von uns 9'000 Kilometer im Jahr. Das ist doppelt so viel wie zum Beispiel die Deutschen oder die Franzosen. Dabei habe ich gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt so super viel in der Gegend herumchatte. Einmal im Jahr ein bisschen weiter in die Ferien und vielleicht noch 2 Städtetrips. Im Gegenteil, ich habe sogar gemeint, dass ich einigermaßen nachhaltig lebe. Ich recycle, gehe mit dem ÖV arbeiten, esse weniger Fleisch und kaufe Bio. Aber beim Fliegen, dort habe ich mir ehrlich gesagt nie so wirklich viele Gedanken gemacht. Dabei verursacht zum Beispiel einmal Zürich-New York retour mehr Treibhausgas als ein Jahr lang Autofahren oder ein Jahr lang Fleisch essen oder ein Einfamilienhaus einen halben Winter lang mit Öl heizen. Aber wenn Fliegen so schädlich ist, wieso tun wir uns denn so schwer damit, darauf zu verzichten? 2014 wollten Forscher in Deutschland wissen, welche Wählergruppen am meisten fliegen. Das Ergebnis finde ich ziemlich erstaunlich. Es sind nämlich die Grünen. Ausgerechnet die Wähler der Ökopartei nehmen am häufigsten das klimaschädlichste Verkehrsmittel. Es stellt sich eben heraus, dass genau die jungen, gebildeten und gut verdienenden Leute, die überdurchschnittlich oft Grün wählen, eben auch die Leute sind, die besonders gerne verreisen. Es kollidieren also zwei moderne gesellschaftliche Werte. Auf der einen Seite der Umweltschutz und auf der anderen Seite die Offenheit und der Wunsch, andere Kulturen kennenzulernen. Und dann kommt dazu noch ein Effekt, den Psychologen Moral Licensing nennen. Das muss man sich vorstellen wie ein moralisches Konto. Wir zahlen das ganze Jahr darauf ein, wenn wir Abfall trennen, ÖV fahren und Bio kaufen. Dann fühlen wir uns so super toll, wenn wir ja so nachhaltig leben und gönnen uns dafür zum Beispiel einen Langstreckenflug. Dazu kommt auch noch, dass Alternativen wie das Zugfahren meistens nicht noch viel mehr Zeit brauchen, sondern auch deutlich teurer sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen von euch ähnlich geht wie mir. Wir haben doch irgendwie ein ambivalentes Verhältnis zu dem Thema Fliegen. Auf der einen Seite ist das Klima wichtig, aber auf der anderen Seite blenden wir unser Flugverhalten einfach aus. Und irgendwie werde ich den Verdacht nicht los, dass man das lange in der Politik hätte sehen können. Wir erheben hohe Steuern aufs Benzin für Autos, aber Kerosin für Flugzeuge ist steuerfrei. Das hat historische Gründe, aber irgendwie will das kein Land anpassen, damit man keinen Wettbewerbsnachteil hat. Und auch aus Heizöl zahlt man CO2-Abgaben, aber auf Flugreisen nicht. Oder jedenfalls nicht in der Schweiz. Aber immerhin tut sich in diesem Bereich langsam etwas. Die Luftfahrt hat sich ab 2020 selber Klimaschutzmaßnahmen auferlegt. Das System heisst CORSIA. Es besagt, dass der CO2-Ausstoß im internationalen Luftverkehr ab 2020 nicht mehr wachsen darf, ohne dass die Fluggesellschaften dafür kompensieren müssen. Zum Beispiel, indem sie Klimaschutzprojekte finanzieren. Allerdings ist noch nicht ganz klar, wie das System umgesetzt werden soll. Und sowieso, am besten sind immer noch die Emissionen, die gar nicht erst anfallen. Darum habe ich mir vorgenommen, in Zukunft deutlich weniger zu fliegen. Mein erster Vorsatz, im Jahr 2019 will ich keine einzige Flugreise unternehmen. Ja, jetzt möchte ich das noch meinen Freunden für die Ferienplanung beibringen.